Moinsen zu einem neuen Part von Flo, dein Part. FTB Monster. War das jetzt eine Frage oder eine Antwort? Eine Antwort. Hans ist AFK, ist mir gerade aufgefallen. Warum ist Hans AFK? Kein Plan. Standard. Kennst du ihn, der taucht immer mal kurz auf und wieder ab. Hans halt. Wir waren gerade eben. Wie lange warst du? Ungefähr eine Stunde? Also mit dem jetzt der letzten Viertelstunde Vorbereitung, ja. Ja. Stunde haben wir nicht gespielt. Die anderen beiden haben irgendwas gemacht, Hans und Dani. Und ich habe nur Porno gelesen. Das war weltbewegend. Ja, er hat Pornos gelesen in der Zwischenzeit. Leute, das ist ein geiles Spiel. Kann ich euch nur empfehlen, aber nur wenn ihr über 18 seid. Ich hab Skittles, kann ich nur empfehlen, aber nur wenn ihr unter 18 seid. Nein, Uli, du darfst keine Skittles essen. Was sind Skittles? Keine Skittles? Ist das jetzt. Junge. Ist das jetzt gerade dein Ernst? Was sind Skittles? Ey, Digga. Junge, ich glaube, du brauchst mal nervliche Hilfe. Oh, ich keine Skittles. Nein, was sind Skittles? Ganz klar, das ist dein Problem. Dann erklär mir doch mal, was Skittles sind. Was sind Skittles? Ich weiß nicht, kann man schwer erklären. Kannst, sind das diese komischen Ringbogenfarbigen? Nope. Ja. Cowbonbons oder sowas? Ich mag das Wort Cowbonbon nicht. Ja, es sind aber Deutsch. Welche, oder? Ja, so ziemlich. Ja, also das mit der komischen Werbung, wo so ein Afroamerikaner eine Giraffe melkt. Ja, ja, ach, gut, die okay, Regenbogen frisst. Ich hasse genau das die ist. Teile. Die schmecken mir nicht. Wow. Die sind geil. Ah, wie kann man nur so einen Scheiß. Die geilste essen? Scheiße. Holy shit. Ja, das ist wie wenn du Kunststoff nimmst und einen Gummibär und den MMM-Form presst. Dann hast du Skittles. Geil. Geil. Die Dinger waren immer dran schuld. Und genauso kennst du noch hier die Cowbonbons Riesen. Kennst du die? Nein. Riesen ist am besten. Ja, die waren immer so dran schuld, dass ich keine Blomben mehr hatte nach dem Zahnarzt. Alter, ich hatte noch nie eine Blombe. Noch nie in meinem ganzen Leben nicht. Dann musst du mal zum Zahnarzt gehen. Nein, ich hatte auch noch nie ein Loch in Zähnen. Ich habe perfekt gesunde Zähne mein Leben lang schon. Besteck galoppiert. Okay, jetzt wird's dir auf. Jetzt haben wir nämlich schon mehr Scrap, als wir dort. Und jetzt kennt man glaube ich schon wieder die Quarries auftragen. Nee, das kannst du jetzt mal sehen lassen. Weil nicht die Quarries. Schau da mal kurz. Hans hat eh gefragt. Was, ja, wir haben keinen Copper mehr? Wir sind unter 1000 Copper, Alter. Das ist. Ich weiß gar nicht, wie viel Copper ich gerade für die ganze Scheiße verbraucht habe. Aber ich mach die ganze Zeit auch voll fett Copper überall. Eben. Mach voll viele Copper Cables für den Bullshit, den ich da mach. Der da heißt, Bullshit. Ich musste gerade erst mal überlegen, was meint die jetzt mit Copper? Oh Gott, dammit. Alter, das ist Kupfer. Ja, Copper. Copper. Ja. Copper. Vernünftige Menschen spielen auf Englisch. Ich spiele auch auf Englisch. Und trotzdem kann ich es in Deutschen übersetzen. Sag trotzdem Copper. Dammit. Copper. Du hast vorhin schon gesagt, Froschi, dein Denglisch ist nicht das Gelbe vom Eck. Holy shit, wie viel Slimes haben wir da eigentlich? Was? Slimes? Wir haben viele Slimes, cool. Sag ja nicht. Worum geht's? Können die Mobs auf der. Auf, lol, oh du Scheiße. Die Mobs können auf der Road da, was der die Beschleunigungsstrecke da. Auch beschleunigen? Ah, beschleunigen, ja. Ey, wir haben doch Saphire, wa? Ja. Saphire, Rubine, Smaragde. Pokémon? Ja genau, geht doch rein. Ja genau. Kann man damit nicht auch irgendwie Schaufeln machen, war das nicht so? So Werkzeug eben halt, Spitzhacken, Schaufel etc. Moment, Saphir und so? Ja klar kannst du, aber die sind schlechter als Diamant und besser als Eisen. Siehst du? Ich bin was siehst du? Ich kann überlegen, mache ich mir jetzt eine Diamantschaufel oder eine Eisenschaufel, oder eine Smaragdschaufel? Smaragd, aber mehr und brauchst du für sonst nichts. Ach, wenn es unsinnig ist, weil wir so viele Diamanten haben. Die sind aber gleich schnell wie Diamant-Tools daher. Wir haben gar keinen Smaragd drin. Dann nimm Emerald. Oh, es ist Sapphire, Emerald und Ruby. Weil ja, Smaragd genau. Ist nämlich Emerald.
Net Peridot. Toll. Also kann, oh, kann nein. Oder waren es Blue Smaragde? Das ist immer, nicht Emerald. Ich wollte die grüne Blauen. Schaufel haben, okay? Die blauen Peridot, waren die Saphire, ja, hast recht. Die anderen waren die Smaragde, genau. Wie willst du es haben? Welche Farbe? Grün. Peridot. Smaragd, oder? Peridot, nee, wegen Peridot. Smaragd auf Deutsch, aber Smaragd ist nicht Smaragd auf Englisch. Ja, haben wir's. Emerald, und weil es in Minecraft Emeralde gibt, haben sie umbenannt den Peridot. Oder bei Red Power waren es, glaube ich, Blue Sapphire oder Green Sapphire, weil sie es nicht wollten. Genau. So, ich habe ein Jetpack installiert. Ich stelle einen Thrust auf 160 Millinewton. Ich habe eine grüne Schaufel, ich habe eine grüne Schaufel. Kann fliegen. Warte mal, wer jetzt 7 Wither Skeleton Skulls hat. Das fliegt relativ langsam. Wir könnten jetzt bald MFFS aufsetzen. Also einen Widerraum oder irgend sowas. Oder irgendwo in Wider mal. Ich kann fliegen! Schön, dass du fliegen kannst. Kriegst du Vollschaden? Nope. Doch nicht. Ich kann fliegen, ich kann schnell laufen, ich kann schnell springen. Verstehst du jetzt, was das macht? Das mit den Ender Chests? Ja, ich hab schon verstanden. Na dann. Kein Ding, du musst nur Batterien hin und her wechseln. Das ist schon. Genau. Eigentlich vernünftiges Prinzip, wenn man so drüber nachdenkt. Weil die Carmen da überlegt und Millionen von Verlusten hab. Och, Handy. Nerv mich nicht. Ich meine, du könntest auch auf Extreme Voltage jetzt hochstellen und dann. Ja, da hast du recht. Aber das wäre ein bisschen teuer. Ja. Ganz ehrlich. Hi Hans, ja, wir haben den Part schon angestartet. Entschuldigung. Ja, was ich weiß. Ich wusste ja nicht, dass du nicht da bist. Ich hab's auch erst. Ach, vollkommen. Wie ich überhaupt keinen Schaden kriege, obwohl ich mitten in der Lava stehe. That moment, wenn man out of honey drop ist. Alter! Dani! Hä? Wenn ich auf den Wegen losrenne und dann abhebe mit meinem Jetpack, behalte ich mir die Geschwindigkeit, die ich auf den Wegen habe. Ich habe mit den Quantum Suits. Wenn du dann springst, pff, da schießt sie weg. Oh, ja, das war am Eis genauso, das habe ich früher am Eis gemacht. Oh ja, und ich kann mich erinnern, ich habe mir mal 4 Nukes gleichzeitig gezündet mit einer Quantum-Ding in der Mitte gestanden und geschaut, wie hoch man fliegt. Oh fuck, ich fliege in die falsche Richtung. Ich habe mich gerade ernsthaft gefragt, warum ich so scheiße langsam abbaue. Ich bin in einen 2 hohen Blockgang geflogen. Du bist geflogen? Ja, ist denn blöd, nicht wahr? Ja, dann bist du an der Decke, denkst du, hä, ich stehe doch ganz normal da, warum baut er so langsam ab? Oh. Ja, ich total. Respekt. So, jetzt müsstet ihr dann Purebred Cultivated sein. Hoffentlich. Ich weiß. Wie macht man sich eigentlich die scheiß Roadblocks? Nicht wirklich. Roadblocks. Road. Achso, Road. Unverstanden. Keine Was Ahnung, ist mit Roadblocks? Irgendwas habe ich zuerst verstanden, das war nicht Road. Ja, Sabra, da hat es deswegen Roadblocks. Den muss ich dem auch. Noch. 3, 1, 3, 2. Das kann ich auch einfach mit einem Plastik und einem Haufen Stonebricks außenrum. Was? Okay. Jetzt Robert. Ist wieder Nacht vorbei, das gibt's ja nicht. Ja, sagst du, wo hast denn du die Farm da? So was gibt's ja nicht. Sag mal, Dani. Bei Roller. Was für Farm? Ja, wo ist jetzt die Dinger Farm, die Viecher? Was für Viecher? Widers? Die Viecher, ja, die Widers. Widers. Skelett. Dort, wo der Enderman Farm ist. Ja, die haben wir einfach ersetzt. Da drinnen. Warum? Na, ist die gerade Odrad. Warum? Die Viecher machen alles kaputt drin, oder? Bitte, ich hab's Odrad. Die machen doch nichts kaputt. Warum ist teleportiert? Die machen doch nichts kaputt. Und die werden wir auch noch nicht, die werden wir jetzt in nächster Zeit nicht mehr auftragen. Hans, nicht den Wither, sondern die Wither-Skelette. Ja. So, den Wither, da müssen wir noch einen eigenen Raum machen. Ja, der wusste nicht, das wegspringen, oder? Ja. Dann machen wir ein Kraftfeld. Ja, ein Kraftfeld. Flieg mal einfach irgendwo hin, wo es kein stört. Und da müssen wir aber nach unten graben, wenn den an der Oberfläche macht, ist das ziemlich scheiße behindert. Das ja, brauchen wir das Scaffolding da jetzt nur noch, oder? Nope. Kann schon fliegen. Und jetzt kommt's geflogen. Hey Kevin. Da kommt's geflogen. Ah, Olivenschaufel. Olivenschaufel. Ah. Hat aber was nicht. Das regnet Scaffolding.
Gas, dich treffe ich, dich treffe ich. Ich esse meine Skittles. Na, das haben wir ja wohl. Back, back, Rucksack. Rucksack, back, back. Rucksack, back. Ich hab doch gesagt, hier, wir brauchen unbedingt in den Starcraft-Raum noch einen Zugang zum System. Was? Wir haben doch, hier die Feuerkugeln, wa? Peter. Oh, geil, okay, und wenn's da Rezept dazu haben willst, was der will, ist geht. So, ja, ich weiß. Da ist der Pattern-Encoder. Leute, nur mal kurz nebenbei. Gasten gegen unsere Feuerkugeln immun. Ja, und? Wer ist gegen was immun? Die Gas gegen die Feuerkugeln. Der Wither? Nein, der Gas. Kann ich sowieso nicht schießen. Du bist eh zu blöd mit deiner Rüstung. Ja, was? Mit meiner kann ich super hoch springen. Siehst aus wie der Master Chief und kannst gerade mal... nischt. Drück mal G, dann sieht mich keiner mehr. Fickt euch. Ja, drück G, dann brauchen wir dein Gesicht nicht mehr zu ertragen. Oh, ich hab gehört, dann brauchen wir dein Gesicht zu ertragen. Das kam bei mir an. Über Teamspeak. Ja, dann erträgst du das halt. Sehr schön. Ich höre hier ein Schweinchen. Jetzt nicht mehr. Ich hab ganz schön Haufen Roadblocks gemacht. Wird ein langweiliger Part. Ja, ich warte gerade nur, dass noch. Brauchen wir noch Diamanten? Mal, wenn du welche findest. Ich hab gerade Diamantuhr gefunden im Nether. Und Spaß! Ja. Ja, ich hab's auch schon gefunden. Ich glaube, es waren sogar vier drinnen. Ich hab dann eher gefunden. Ey, süß, denn. Hä, da rennt eine fliegende Angel. Hä? Blicke der Ozean! Nein, eine fliegende Schaufel. Da rennt eine fliegende Schaufel. Hi. Ja, und zuerst hast du gerade noch einen Pfeil auf die oben gehabt. Ja, aber das scheiß Skelett mich abschießt, was soll ich da machen? Oh da fuck, ich hab den Stiegenhochgeh-Simulator aktiviert. Das ist ein ja, das ist, wenn ich meinen Camouflage anhab. Das war ein Game, Stiegenhochgeh-Simulator. Da. Der fresheste, neueste Simulator aus dem Hause der Simulator-Generatoren 2500. Darum ja. Ist ja auch ein Trecker-Simulator 2014. Dann nicht Simulator. Ein Simulator. Doch, es gibt ein Nichts-Simulator, bitte mit mir. Ja, und es gibt auch einen Simulator. Es gibt auch eine App, die macht überhaupt nichts, kostet aber wie viel? Ich glaube 2 Euro. Ja, oder die Nothing. I'm Rich, oder die I'm Rich App. Ja, fuchtet aus, oder? I'm Rich. Das ist ja so idiotisch. Richtiger Kevin. Es gibt Leute, die haben sich das gekauft. Ja. Der Typ, der die programmiert hat, wird sich wahrscheinlich denken so, fuck yeah. Sehen Sie, was er sich dabei denkt, ist dann wirklich, man, die Menschheit heutzutage. Money. Das ist, was er denkt, ein Rich Bitch. Ja, was machst du? Sterb mit der Debatte. Ja. Am geilsten fand ich die Darstellung von LeFloid, wo er den Typen gezeigt hat, der die 2 Milliarden Dollar gekriegt hat von WhatsApp. Was? Na, da hat er so ein Bild gezeigt, wo so ein Typ übelst hier updanced. Ja. Und dann unten drunter schrieb 2 Millionen Dollar und dann hat er es immer so blinken lassen. Nicht gesehen? WhatsApp? Ja, der Macher von WhatsApp, diese 50 Mann große Gruppe, hat doch irgendwelche 2 Milliarden Euro gekriegt von Facebook. Ja. Hallo? Werden. Ich meine, ich kann mich daran erinnern, aber. Die One, was Rockstar verklockt hat. Ich fand das Bild, was er da eingeblendet hat, übelst lustig. Oder die One, was Rockstar auf 15 Millionen verklockert, wäre so ein Amoklaff gegangen ist. Oh ja. Amoklaff. Ja, das ist einer, wo. Oder der eine, der, wo der Mann durch Lungenkrebs gestorben ist und sie hat die Firma verklagt und hat 13 Milliarden zugesprochen bekommen. Ja, hat's aber gekriegt, gell? Das ist das Traurige. Ja, ja, das ist das Traurige. 13 Milliarden! Ich meine, klar kann man Menschenleben nicht unbedingt mit Geld ersetzen, aber ich meine, 13 Milliarden! Könnt mit 13 Millionen mein Leben überleben, ohne nie wieder was arbeiten zu müssen. Ah, wenn man könnte Scheiß. Sogar schon mit 1 Million Euro sein ganzes Leben lang damit auskommen. Nein, ich nicht, weil ich gebe meiner Familie auch was, weil ich nett bin. Ja, trotzdem, aber schon alleine von den Zinsen. Aber ich könnte mit 1 Million 16 Jahre überleben. Mit den Zinsen kannst du schon alleine und dich und deine guten Familie... guten Zinssatz kriegst du nicht mehr heutzutage. Ja, kaum. Bei 1 Million... Ich meine, du kannst es auf einen Bausparer setzen für ein Jahr und dann nach einem Jahr die von den Zinsen holen oder du musst erstmal ein Jahr überleben, so. Ich setze erstmal 1 Million Euro für 10 Jahre auf einen Bausparvertrag.
Na, nach 10 Jahren kannst du davon was leben. Das wäre unsinnig. Nein, aber, Alter, das würde sich doch fast verzehnfachen, das Geld. Nee. Was für einem Land lebst du? Na, wie viel Zinsen kriegst du, wenn du das auf den Bausparvertrag legst, hä? Ein Plan, 5%? Ja, eben halt verfünffacht, meine Fresse. Ich meine 5%, das verfünffacht das Geld nicht, du kriegst da... Ja, nicht gerade, aber trotzdem... Kriegst von, 5.000 von... Ja, aber ich meine jetzt nochmal... 5% von 1 Million. Denn 5.000? Ja, 50. Nein. 50.000, ja. Ja, deswegen, ja. Im Jahr. 50.000 im Jahr. Nix. Naja, nee, mit einem Bausparer, bei einem normalen Konto kriegst du vielleicht einen halben Prozent Zinsen, wenn du Glück hast. Ja, also sprich hast du dann sozusagen innerhalb von 10 Jahren 500.000 gemacht, also sozusagen der Hälfte. Dann müsstest du aber deinen Zinseszins auch noch ausrechnen und ich habe da nicht aufgepasst in Mathe, wo wir das gemacht haben. Der Zinseszins, hä? Ja, das erste Mal kriegst du nämlich die 5.000 und dann musst du aber die 5.000 nochmal dazu rechnen für den zweiten Mal Zinsen. Genau. Ich weiß nicht, da war ich nicht da in Mathe. Das ist komplette Scheiße. Ja. Weißt du, bei mir ist die Schule schon zu lange her, damit ich mich daran erinnern kann. Da war ich nicht da, da war ich schon, aber ich hatte halt mein Tablet in der Hand. You know that feel, bro. Es hat so eine Tablet-Klasse, in oder? In einer Hand oder in beiden Händen? Hm. In drei. Bosche. Hä? Das ist aber Tablet-Klasse, oder? Ja, wir sind die Tablet-Klasse. Ja, der Holy ist aber eigentlich, ja, schon. Das ist ein Tablet-Mensch. Ja, das ist ein Stück Scheiße, das Tablet. Warum? Aber es ist ein Tablet. So blöd wie es klingt, ich meine so, wenn es dir sozusagen hinterhergeworfen wird, warum nicht? Ja, ja dann nicht. Ja, muss es wird dann was selber kaufen müssen. Ja, aber was teuer? 300? Ja. 300. Das ist nichts. Billiger. Es gibt einen Haufen Leute, die haben sich das Taure für 600 gekostet. Also, was hat das Holy gekauft, oder? Mehr als wir drei Viertel der Klasse haben sie das da gekauft. Nur damit sie nachher sagen konnten, ha, ich hab das Teure. Der Holy hat sein eigenes. Ja, das mit Windows 8. Das Windows Tablet. Das hat er schon vorher. Er hat Windows XP aufgekauft, oder? Was? Oder Windows XP aufgekauft, oder? Oh, der hat sich eine virtuelle Box runtergeladen. Ja. virtuell. Verlässt mal wieder Holy bei Insta in die Reihe. Man drauf. Nein. Was da? Ja, Leimann los. Alter, ich weiß nicht, seitdem du mir das Ding gezeigt hast, wie hieß das Leimann mal? Diesen Aufsatz, diesen virtuellen. Eben. Das virtuelle. Wer hat dir was gezeigt? Du hast mir doch das gezeigt. Das so mit der Oculus Rift so verbindlich ist. Dieser komische Aufsatz. Haben wir vorher noch drüber geredet. Okay. Oh, die Juicy! Ja, genau. Der Juicy, ja. Du musst jedes Mal an diese scheiß Juicy denken, sobald irgendwie das Wort virtuell fällt. Ei! Ja. Junge! Das ist so. Hol dein Hirn aus dem Grat. Nein, das ist ja das Schlimme. Hat's bei mir Peng gemacht. Das ist ja Peng. Das Schlimme daran. Ja, bei mir ist gerade irgendwie was explodiert. Bing, bing, bing. Nee, das ist aber irgendwie das Schlimme daran. Ich weiß nicht, das ist so. Wer kommt auf so einen Scheiß? Weißt du, da kriegst du das aus dem Kopf raus. Dieses. Na, der Japaner. Wer kommt sonst auf so einen Scheiß? Die haben doch selbst einen Schrammplanzo für Babys entwickelt, damit sie gleich, während sie durch die Wohnung grob mit Boden wischen können. Ja, aber denk mal drüber nach. Du hast die Oculus Rift. Ein Gerät der ultimativen Zerstörung. Immersion. Ja, dass du dich so reinversetzen kannst. Hm. Wer würde nicht sofort an Pornos denken? Ich meine, jeder hat an Pornos gedacht. Boah, Oculus Rift. Realistische Pornos werden unglaublich sein. Außerdem kann man damit viel Geld machen. Sag Jörner, das ist schon wieder Mitternacht vorbei, Alter. Und ich glaube, weniger Kindervergewaltiger wird es geben. Die laden sich dann eine App dafür runter. Ja, ich glaube nicht, dass das helfen wird. Ja. Und Gott, was ist mit dir los? Die Oculus Rift geht's um Pornos und der denkt schon wieder an Kindervergewaltiger. Ohne Scheiße, Alter. Was ist mit dir los?
Nein, ich, das sind sozusagen die Vorteile, weißt du? Man muss das mal so praktisch sehen. 50% der Vergewaltiger vergewaltigen keine Kinder mehr. Warum nicht? Sie haben eine Oculus Rift. Trotzdem, wieso denkst du unmittelbar daran? Na, ich denke einfach bloß an den Schutz der kleinen Kinder. Warum hasse ich so eine Leute? Und keine dann Ahnung, denkst du gleich an so kleine Kinder, wenn es um Pornos geht. Ganz schön mal, dass meine Freundin bis jetzt bis so 12 bis 14 waren. Kompressor. Und das waren die höchsten in ihrem Alter. Und der hätte ich halt Licht mitbringen sollen. Einen Kompressor. Ich glaube, den Part werde ich in Helligkeit erhöhen müssen. Echt? Ist zwar selbst dann auch nicht recht viel interessant, aber trotzdem. Man sieht einen feuchten Scheißdreck. Ja. Und da sind wir wieder beim Versauten. Der feuchte Scheißdreck. Junge, was denkst du schon wieder? Keine Ahnung. Ich renne hier durch die Hölle und forme irgendeinen Scheiß. Da wurde dann ein bisschen speziellen Fetisch. Nee, ey, ich hab grad meine Erotik-Manga gelesen. Ja, da bin ich grad so ein bisschen noch was anderes. No, my mom says I'm something special, ne? Huh? Is this? Peter. Was? Ja, dann Peter hat's gemacht. Peter. Wer hat's gemacht? Das war der Peter. Peter! Peter war's. Ja, Peter hat's gemacht. Alter, wie schnell ich die Torches setzen muss, während ich da drüber schieß. Auf jeden Fall haben wir jetzt in der Schmelzerei auch so ein Ding. Eine ME-Fertigungskonsole. Fertigungskonsole, nice. Wenn ich weiter so mache, dann sind bald wieder alle Kisten voll. Ich will nichts sagen, aber wir haben nicht mehr 683 Körper, gell? Echt ja nichts sagen. Echt ja nichts. Ich stapel nochmal. Ist das Mario? Was ist das denn? Was haben wir nochmal? Nur mal so am Rande, wir haben übelst viel Malmigkeit, also kannst du übelst viel Körper machen. Ja, meine ich, ich will Malmigkeit nicht für sowas verwenden, nachdem ich es viel oft brauche, um Enderperlen zu machen. Hans, du stellst mir gerade im Bild. Ich habe vorher, glaube ich, 100 so oder so Malmigkeit verwendet, um Enderperlen zu machen. Na, brauchen wir noch mehr Malmigkeit? Ich sehe gerade so Vorkommen in Sachen von 20 Stück. Ja, ich weiß noch. Goddammit. Man braucht halt drei Interfaces. Da bist du unsichtbar und trotzdem sehen dich alle. Der Skelette und der ganze Bastard. Mach die Partikel aus. Genau. Du ziehst immer so einen Peter, grünen what the Rauch fuck? Hinter Ach, dir hinterher. Scheiße. Hab ich grad. What the fuck? Kannst du nicht ein unsichtbares Schwert machen? Was irgendwer, wenn man auf dem Fullscreen-Modus wieder rauskommt von Minecraft? F11. Alt Tab oder Alt Enter, oder? F11. F11. Ich hab gerade unabsichtlich nämlich die Tasten. Ich hab irgendeine Tasten von da oben gedrückt. F11, 12 oder einfügen. Na, 11 ist es. Kim Jaus, ist mir auch schon öfter passiert. Drückst du drauf, ganz plötzlich ehrlich? Blinkt der ganze Bildschirm. Oh fuck, Vollbild. Holy shit. was brauchen wir denn noch? Interface. Oh fuck, Part vorbei, ciao. Oh okay. Ja. Tschüss. Ja, bis dann, den Bar, ciao.